Hallo Leute, hier bin ich wieder, eure Lena von Pädagogisch Wertvoll. Heute wollen wir uns selbst manipulieren mit einer Übung des NLP. Ich gehe davon aus, dass euch das neurolinguistische Programmieren und das WAKOG-Modell bereits bekannt sind. Wenn nicht, schaut gerne auf meinem Kanal einmal nach. Dort findet ihr zwei kurze Erklärungsvideos dazu. Somit starten wir jetzt also erst einmal. Heute geht es darum, dass wir unsere Submodalitäten umformen. Durch die Umwandlung der Submodalitäten soll nun also Schmerzen oder unangenehme Wahrnehmungen verändert werden. Bevor wir mit der Umformung beginnen, müssen wir uns ein ganz genaues Bild davon machen, wie der Schmerz aussieht, wie diese unangenehme Wahrnehmung aussieht. Also, wie fühlt es sich an? Wo sitzt der Schmerz? Welche Farbe hat diese Wahrnehmung? Welche Form hat der Schmerz? Nehmt euch dafür ruhig auch ein wenig Zeit und stellt euch genau vor, wie es ist. Wo sitzt es? Wie sieht es aus? Dann können wir nämlich zu dem zweiten Schritt kommen, und zwar zu der Umformung. Sprich also, dass wir jetzt die Submodalitäten verändern. Dass wir beispielsweise die Farbe verändern, dass wir die Form verändern, die Temperatur zu etwas für uns Angenehmeren. Jede Vorstellung, die nun den Schmerz verringert, soll jetzt also gefestigt werden. Angenommen, mein Schmerz hat eine bläuliche Farbe und Rot macht das Ganze für mich angenehmer. Dann versucht nun, das Ganze zu festigen, dass das jetzt die rote Farbe trägt. Alles, was jedoch den Schmerz verschlimmert, beispielsweise grün würde es für mich noch schmerzhafter machen, das versucht schnell wieder zu verwerfen. Kommt lieber wieder zu dem Ursprünglichen zurück, wenn ihr nichts Besseres dafür habt, aber versucht nicht, das zu verändern, wenn es schlimmer wird. Probiert euch dort ganz kreativ aus. Schaut euch euer Bild von dem Schmerz genau an, mit jeder Wahrnehmung, die ihr dazu habt, und versucht alles Mögliche mal daran zu verändern. Und spürt in euch herein, wie sich das anfühlt. Wenn ihr nun also ein besseres Bild habt, versucht das Ganze jetzt zu ankern. Versucht also das nun positive oder vielleicht auch nur neutrale Bild zu festigen mit einer kleinen Übung, einer kleinen Geste, mit dem WAKOG-Modell zum Beispiel. Also versucht einiges auszuprobieren, sei es eine kleine Handbewegung vielleicht, die euch dieses positive Bild wieder in Erinnerung ruft. Versucht das Ganze zu verknüpfen. Nehmt euch nun also dieses positivere Bild, was ihr habt, und verknüpft es meinetwegen auch mit einem Duft, dass ihr euch ein Parfüm nehmt. Oder nehmt euch ein Kaugummi, dass ihr vielleicht auch den Geschmack habt oder auch die Kaubewegung selbst. Oder eben eine kleine Handbewegung. Oder sucht euch aus, was euch dabei hilft, dieses Bild wieder in euch zurückzurufen. Wenn nun also wieder dieses schmerzhafte Bild, dieser Schmerz auftaucht, versucht nun eure Geste oder was ihr euch eben genommen habt, auszuführen, um euch das positive Bild wieder in Erinnerung zu rufen. Hierbei ist aber auch wieder Achtung geboten. Und zwar verändert die Übung nämlich nicht die Ursache des Schmerzes. Gerade wenn es ein sehr großer Schmerz ist, müsst ihr gucken, wo die Ursache liegt und daran etwas ändern. Das Modell kann also helfen bei kleineren Sachen oder vielleicht auch bei einer Ursache, die sich eben nicht so leicht verändern lässt. Es hilft vielleicht auch auf dem Weg hin zu einer Besserung. Das war schon wieder von mir. Wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr diese Übung einmal ausprobiert habt, schreibt mir gerne mal eure Ergebnisse darunter. Und ansonsten hoffe ich auf ein baldiges Wiedersehen mit euch. Ey, was macht ihr denn noch hier? Ihr habt hier noch was zu tun. Ich werde mich in der Zwischenzeit für euch weiter informieren.